Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buchlet und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Wusstest du, dass in Deutschland die Menschen durchschnittlich 24 Lebensjahre schlafen oder verschlafen? Kennst du Leute oder bist du einer, der gerne mal wieder durchschlafen oder besser einschlafen möchte? Oder bist du derjenige, der sagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin? Wenn dich das Thema Schlaf, gesunder Schlaf interessiert, dann werde ich dir in den folgenden Minuten ein paar Vorteile zeigen, warum man gesund schlafen sollte und ein paar Tipps und Tricks geben, die dir bestimmt weiterhelfen werden. So, ich beginne mit den Vorteilen. Ich habe hier eine Frage gestellt. Was ist das lymphatische System? Neueste Studien zeigen, dass das lymphatische System unglaublich wichtig ist im Schlaf. Es ist sehr, sehr aktiv. Und was ist jetzt das lymphatische System? Das lymphatische System ist dafür zuständig, dass du deine ganzen Giftstoffe aus dem Körper heraustransportiert bekommst. Das heißt, essentiell wichtig, dass es dir gut geht, dass es dein Immunsystem gut geht, dass du gut regenerierst. Und deswegen ist Schlaf auf der einen Seite sehr wichtig. Neueste Studien sagen, das lymphatische System ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Vorteil, das hört sich ein bisschen paradox an, aber immer wieder sagt man, der Körper, wenn er schläft, dann ist das Gewicht einfach viel mehr im Gleichgewicht. Man nimmt ab im Schlaf. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Was ich dazu sagen will, weil häufig wird nur dieses anabole Hormon Insulin immer wieder in den Vordergrund gedrückt. Das ist auch sehr wichtig, aber es gibt noch zwei andere Stoffwechselhormone. Und die sind zum einen das Leptin und zum anderen das Ghrelin. Und das Leptin ist für die Sättigung zuständig. Das heißt, wenn du isst, dann wird Leptin ausgeschüttet und du wirst irgendwann satt. Das dauert ein bisschen, das merkst du, wenn du gegessen hast, manchmal isst du zu viel, dann merkst du, dass Leptin kommt jetzt und dann ist das Sättigungsgefühl da. Das zweite Hormon ist das Ghrelin und das ist für das Hungerverlangen unglaublich wichtig. Das heißt, wenn du Verlangen nach Essen hast, dann ist das Ghrelin das Hormon, was ganz essentiell ist. Und jetzt ist es das Problem, wenn du zu wenig schläfst, dass Ghrelin immer mehr gebildet wird. Und dadurch kriegst du während des Tages Heißhungerattacken auf energiereiche, ungesunde Nahrung. Das passiert zum Beispiel auch, wenn du Zuckeraustauschstoffe zu dir nimmst. Das ist im Endeffekt das Ghrelin, das dafür verantwortlich ist. Immer wird gesagt, das Insulin. Insulin vielleicht ein bisschen, das ist noch nicht so ganz raus, aber das Ghrelin ist es definitiv. Das ist sozusagen der zweite Vorteil. Wenn du gut schläfst, dann bleibt das die Hormone im Gleichgewicht. So, was hat der Schlaf noch für Vorteile? Dein Lern- und dein Merkverhalten wird im Schlaf im Endeffekt verarbeitet. Und was ist zu beachten? Ich habe hier mal ein Schaubild gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben beim Zeichnen. Die Schlafphasen einfach nochmal aufgeführt. Hier sind, sag ich mal, vier Schlafphasen oder vier Schlafphasen plus die REM-Phase. Und die REM-Phase ist essentiell. Was bedeutet REM? REM bedeutet Rapid Eye Movement. Also, das ist im Endeffekt das, wenn deine Augen zu sind und deine Augen bewegt sich, dann bist du im sogenannten REM-Modus, im REM-Schlaf. Und der REM-Schlaf ist super gut und auch super wichtig für die Verarbeitung von dem, was du am Tag erlebt hast. Und da sind die Träume. In der REM-Phase träumst du. Das ist im Endeffekt die vier Schlafphasen und die gesunde Schlafphase ist, hier ist der Wachzustand, man geht direkt in Phase 1 und dann geht man immer weiter in Phase 2, 3 und 4. Und das ist die Tiefschlafphase. Und die Tiefschlafphase ist wichtig für die Regenerationsprozesse. Da ist das, was ist das für ein System? Das lymphatische System, sehr aktiv. Und in der REM-Phase, die auch 3 bis 4 Mal, je nachdem wie lange du schläfst, während des Schlafprozesses vorkommen, da verarbeitest du die ganzen Sachen emotional. Das sind sozusagen die vier Schlafphasen. Du hast im Endeffekt in diesen vier Schlafphasen verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Herz-Kreislauf-System wird regeneriert, die Krankheiten werden vorgebeugt durch auch wieder das lymphatische System. Du hast den riesen Vorteil, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwelche Verletzungen hast, dass die im Schlaf einfach besser heilen. Und man sagt ja auch immer, der Körper erholt sich im Schlaf. Einfach eine Erholung ist das ganz, ganz wichtig.
So, und jetzt möchte ich die 7 Tipps und Tricks, die ich dir empfehle, die ich dir jetzt einfach vorstellen möchte, kurz ansprechen. Und der erste Punkt ist, wie soll das anders sein? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nimm dir genau vor, wann du einschläfst und wann du aufwachst. Das heißt, du brauchst einen Wecker und dann wachst du immer zur gleichen Uhrzeit auf und du gehst immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett. Was ist der Vorteil dadurch? Wenn du das immer durchziehst, das heißt, du musst es wirklich am Anfang regelmäßig durchziehen, dann gewöhnt sich dein Körper daran und du wirst einen riesen Erfolg dadurch erleben. Also immer gleich die Uhrzeit einschlafen und mit dem Wecker aufwachen. Das ist schon mal der Punkt Nummer 1. Der zweite Punkt ist, keine Reizüberflutung. In der heutigen Gesellschaft ist es so, wir haben so viele Reize, die von links und rechts kommen, sei es Fernsehen, sei es irgendwelche Gespräche, sei es das Handy. Das ist ganz wichtig. Zweiter Tipp, Reizüberflutung, 30 Minuten mindestens vorm Schlafen gehen, bitte versuchen, so weit wie möglich runterzufahren. Genauso, man sollte im Endeffekt nachts dunkel. Dunkel ist ganz, ganz wichtig wegen dem Melatonin, was gebildet wird. Und da ist Fernseher oder auch Handy leider kontraproduktiv. So, jetzt kommt der dritte Tipp und der hat mit der Ernährung zu tun. Man sollte, wenn man schlafen geht, sollte man nicht zu fettig, nicht zu viel vor dem Schlafen gehen essen. 3 Stunden davor, sagt man, ist ideal und nicht zu viel, weil, und das ist auch wieder wichtig, wegen den Schlafphasen oder wegen der Regeneration, wenn ich zu viel esse, dann habe ich das Problem, dass ich nicht in diese Schlafphasen reinkomme und dass mein lymphatisches System nicht die Energie bekommt, die es benötigt, um aktiv zu sein. Das heißt, meine Energie wird für Verdauung verwendet und man ist am nächsten Tag unglaublich gerädert. Und das ist im Endeffekt der Punkt. Deswegen mein Tipp, wirklich 3 Stunden vorher nichts mehr essen und oder nichts Schwerwiegendes essen. Also der Magen darf nicht zu voll sein. Und Alkohol in Maßen ist in Ordnung. Wenn du zu viel nimmst, dann kannst du sehr, sehr gut einschlafen, aber du kommst nicht in die Tiefschlafphase. Und das ist nochmal wichtig, dass du das heißt, jetzt habe ich mein Wasser, das ist auch noch wichtig. Ich würde dir empfehlen, wirklich vor dem Schlafen nicht zu viel zu trinken. Versuch über den Tag verteilt zu trinken und abends kannst du ruhig trinken, aber nicht zu viel, damit du nicht aufwachst. So, der vierte Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du dir ein Schlafzimmer schaffst, was dem Wort Schlafzimmer würdig ist. Was ist wichtig beim Schlafzimmer? Erstens, meine Empfehlung ist, mindestens, dass du nicht 18 Grad übersteigst. 18 Grad ist die ideale Schlaftemperatur, drunter ist in Ordnung, drüber wird es immer schlechter. Das heißt, 18 Grad ist ideal von der Temperatur. Dann natürlich ein kuscheliges Bett, wo du dich wohlfühlst, wo du dich einmummeln kannst. Das ist wichtig, dass du da auch dich wohlfühlst. Dann soll es dunkel sein. Melatonin hatte ich schon gesagt. Keine Störfaktoren durch Elektronik. Wecker ist das Einzige, was du haben solltest, damit du auch rechtzeitig aufwachst. Ja, und das ist wichtig für den vierten Punkt. Der fünfte Punkt ist, dass du auf jeden Fall gucken solltest, dass du ein Ritual einführst. Ein Ritual, wie du eine halbe Stunde vor dem Schlafen mit dir umgehst. Zum Beispiel eine Entspannungsbad, zum Beispiel auch eine Entspannungsmusik hören, ein Sachbuch lesen oder im Endeffekt einen Tee trinken. Das sind so Dinge, wo du immer wieder mal einstreuen kannst, wo du als Ritual vor dem zu Bett gehen auf jeden Fall mal ausprobieren solltest. Der sechste Punkt ist Entspannungstechnik. Entspannungstechniken haben immer mehr Einfluss auf uns, weil wir runterkommen müssen. Und da gibt es viele schöne Sachen. Wenn dich das interessiert, dann lassen wir da einen kurzen Kommentar zukommen. Und der siebte und finale Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist und den wollte ich euch ganz zum Schluss zeigen, ist, und der ist bei mir auch sehr wichtig, wenn man mal aufwacht und denkt sich nach 5 bis 10 Uhr, oh Mist, ich kann nicht einschlafen, ich muss doch morgens fit sein, ich möchte doch gern schlafen, und viele Patienten kommen zu mir und sagen, sie haben genau das Problem, dass sie, wenn sie aufwachen, nicht mehr einschlafen können, dann gebe ich dir auf jeden Fall den Tipp, such dir irgendeine Tätigkeit, die du überhaupt nicht magst. Bei mir ist es das Bügeln und wenn ich bügeln muss, dann ist das nicht so schön für mich. Und ich weiß dann, nach 5 bis 10 Minuten stehe ich auf, man muss aufstehen und muss dann diese Sache machen. Und das machst du einmal, maximal zweimal, dann machst du das nicht mehr, dann schläfst du einfach weiter. Das waren meine 7 Tipps
Und ich habe noch hier was angeschrieben. Valeriana officinalis, Baldrian. Was will ich dir dazu sagen? Baldrian ist der Gegenspieler von Koffein. Im GABA-Rezeptorbereich greift er an und ist der Gegenspieler von Koffein. Also hilft er unglaublich gut beim Einschlafen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du es beachten sollst, weil es heutzutage immer, immer weniger darauf geachtet wird. Wenn du ein pflanzliches Arzneimittel nimmst, gibt es verschiedene Bereiche der Pflanze, wo der Wirkstoff drin ist. Es gibt die Wurzel, es gibt die Blätter, es gibt die Blüten, es gibt das Rhizoma. Und beim Baldrian ist es die Wurzel. Und viele Medikamente nehmen dann nicht den richtigen Bestandteil. Das heißt, deine pflanzlichen Medikamente solltest du immer testen, ist das wirklich der Bestandteil, wo auch der Wirkstoff drin sind. Und der zweite wichtige Punkt, wenn du darauf achtest, ein wirklich qualitativ gutes Produkt zu nehmen, dann solltest du auf das Droge-Extrakt-Verhältnis gucken. Das Droge-Extrakt-Verhältnis bedeutet, mit was wird, sage ich mal, die Pflanze behandelt, damit sie den Stoff, die Wirkstoffe, und das sind die ätherischen Öle beim Baldrian, die Sesquiterpene und die Flavonoide, und wenn die mit den falschen Lösungsmitteln versucht werden herauszulösen, passiert gar nichts. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Spülmaschine, wenn du das einfach nur reinschüttest und erstens vielleicht nur mit Wasser durchlaufen lässt, dann wird es nicht so sauber und nicht so rausgelöst, wie wenn du einen Spültab reinlegst und es dann schön lange auch spülst. Und so ist es genauso. Das ist standardisiert eigentlich vorgegeben, aber sehr, sehr viele pflanzliche Produkte sind leider nicht dementsprechend so gestaltet. Das heißt, da müsst ihr wirklich aufpassen. Erstens, ist es der richtige Pflanzenteil oder ist es die ganze Pflanze? Und ist es mit dem richtigen Droge-Extrakt-Verhältnis überhaupt die Wirkstoffe rausgezogen? Weil nur mit den Wirkstoffen kriegst du auch den Erfolg hin, den du möchtest. Wenn euch das interessiert und wenn euch das gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und ich freue mich auf euch, euer Frank.